Hallo und willkommen zurück zu Celeste. Großmütterchen. Hallo, Kleine. Wie schön, Sie zu sehen. Ich wusste nicht, was ich ohne Sie machen sollte. Aber Sie sind ja nicht real. Das hier ist nur ein Traum. Na und? Das hat dich nicht abgehalten, den weiten Weg hierher zu kommen. Du hast mich endlich gefunden. Und auf einmal fällt dir ein, dass das nur ein Traum ist? Komm endlich zur Sache und sag, was du zu sagen hast. Es tut mir leid, dass ich nicht bei ihrer Beerdigung war. Ich konnte einfach nicht. Mir war alles zu viel. Das kommt mir bekannt vor. Ist mir doch Schnuppe, wer bei dem Trauerspiel dabei war. Ich bin sicher, ich bin schließlich tot. Beerdigungen sind was für euch Gefühlsduseln, die jetzt ohne mich weiterleben müssen. Du bist eine Frau, Mann. Danke, dass Sie auf dem Berg auf mich aufgepasst haben. Ich meine, klar, das ist ein Traum, aber like, so hätte ihm Real Life auch reagiert. Ey, 100%, Mann. Sie haben mir so geholfen und sie fehlen mir sehr. Oh, da verschwindet sie. Sehr schade. Sehr schade. Was soll ich denn jetzt tun? Theo ist doch noch da. Du brauchst doch nicht die alte Schrulle. Einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Als wäre sie nicht für immer fort. Farewell. Achievement. Ja, ich habe sehr viel gecheatet, aber was soll ich machen? Das ist so verdammt nochmal schwer gewesen, Mann. Da waren die C-Seiten. Ja, keine Ahnung, nichts dagegen. Warum ewig lang, Mann? Wer habe ich denn den nochmal gesprochen? Ich glaube irgendwie so leise. Sieh mal an. Sieh mal einer an. Lange nicht gesehen, Erdbeere. Hallo, Theo. Ich habe ewig nichts von dir gehört. Du bist total abgetaucht. Was war denn los? Ja, tut mir leid, dass ich auf deine Nachrichten nicht reagiert habe und nicht zurückgerufen habe. Und deine E-Mails nicht beantwortet habe. Ich hatte eine Art Zusammenbruch, als Großmütterchen gestorben ist. Und dann kam ich mir komisch vor, dir zu schreiben. Ich dachte, du bist vielleicht sauer, weil ich mich nicht mehr gemeldet hatte. Und sich nicht melden hilft dagegen. Und dann wurde es irgendwie immer schwieriger. Kein Ding. Ich kenne dich ja. Hatte mir schon gedacht, dass die Beerdigung, die er vielleicht zu schaffen gemacht hat, alles kein Problem. Schick mir nächstes Mal wenigstens ein Lesezeichen. Ein Lebenszeichen, okay. Geht es dir jetzt besser? Ja. Ich komme langsam darüber hinweg. Bei unserer ersten Begegnung dachte ich, Großmütterchen sei verrückt. Aber dann lernte ich sie näher kennen und fand sie gemein. Aber sie wusste, was ich hören musste und sie hat mir wirklich geholfen. Sie fehlt mir sehr. Ja, mir auch. Ich habe echt gedacht, sie würde ewig leben. Ah, da fällt mir was ein. Ich muss dir was zeigen. Ach ja? Weißt du noch, wie ich erzählt habe, dass mein Großvater zum Celestberg ging, als er noch jünger war? Ich habe neulich mit Alex ein paar Sachen von ihm aussortiert. Sieh dir mal das Foto an, das ich gefunden habe. Ah, okay, das geht automatisch. Ist das etwa Großmütterchen mit deinem Großvater? Theo, das ist ja fantastisch. Es sieht aus, als wären
sie Freunde gewesen. Genau wie wir. Es ist wirklich schade, dass sie fort sind. Aber es ist schön zu wissen, dass wir den Berg mit ihnen gemeinsam haben. Ja, das ist wirklich schön. Die lacht uns wieder aus. Ah, jetzt ist der Stift da unten. Ja, mein Gott. Das wird, glaube ich, nicht am Ending bleiben, oder? Das ist, glaube ich, nur... Ach, damit das halt hier auf der Dingens sichtbar ist. Ich dachte, es wäre mehr als 5 Minuten dauern. Oh mein Gott, Alter. Ja. 2600. Okay, 10 Seiten hatten wir, habe ich so viele Tode insgesamt. Ist doch nicht. Ich glaube, ich bin bei keinem Level auf über... Warte mal, LT. Madeline. Madeline, ja. Das ist ja interessant. Also in Abschied haben wir den Vogel. Das ist ja sehr witzig gemacht. Statt abgeschlossen ist einfach nur der Vogel. ...14,7K Tode. Alter. Jetzt frage ich mich gerade, zählt der alle Tode zusammen? Oder nur die in der roten Kolumne? Weil er scheint ja keine Summe für alle drei Spalten zu machen. Das war eben nur eine dann zu zeigen. Also ist das wahrscheinlich die gesamte Menge an Toren. Also ich hatte auf jeden Fall in keinem Level so viele Tode. Und ich habe verdammt viel gecheatet, also... Das sagt, glaube ich, alles zu der Schwierigkeit. Ach ja. Ja. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum die beide keinen geschafft Time haben. Das Check-in ist so ganz. Der Gipfel und der Mittelpunkt. Haben die A-Seite keinen geschafft, Dingens. Ich glaube, ich bin bei den Leveln raus und wieder reingegangen. Glaube ich, über den Menüscreen. Ich glaube, das ist der Grund, warum da kein Timer dann steht. Vielleicht kriege ich einen, wenn ich die goldene Erdbeere mache. Wenigste Tode. Ah ja. Hä? Lol, was? Abschied ist einfach uns da insgesamt. Ja, Witzbolde. Hier auch. Ah, naja, hier sind ja keine weiteren hinzugekommen. Die werden ja auch nur die normalen Herzen angezeigt, so. Globale Steam-Statistik. Tode, Sprints, Erdbeeren, goldene Erdbeeren. Pico-Tode, Pico-Durchgänge, Pico-Erdbeeren. Warum steht da überall 0? Wie geht denn das? Ich verstehe jetzt aber nicht. Weil das müssten ja dann alle Safe-Files sein, quasi. Ah, warte, Plus ist das, oder? Achso, das ist die Map-Liste. Dip. Hab noch nichts, an dem ich switchen kann. Und er ist ja diese Suche. Ja. Ich habe auf keinen
keine Lust, jetzt noch die Moonberry einzusammeln, weil es auch schon so spät ist. Wir haben auch nicht mehr wirklich neue Erdbeeren seit dem letzten Mal bekommen. So. Ja. Was meinen jetzt noch an dem Part? Das sind ja gerade erst 10 Minuten. Wir könnten. Ja, genau, wir haben ja jetzt wieder durchgespielt. Wir könnten jetzt nochmal die Credits anschauen. Warum denn nicht? Weil das war eigentlich das richtige Ende vom Spiel. Es fehlt noch die Moonberry, aber die Moonberry ist eine alternative Route. Deswegen kann man das nicht gleichzeitig mit dem normalen Ausgang machen. Weil im Endeffekt, ganz am Ende, als wir den letzten Kasten zerstört haben, müssten wir in die andere Richtung gehen. Und dann können wir quasi komplett nach oben klettern, über die ganzen Dinger, die man quasi, währenddessen man da durchgegangen ist, in der Luft schweben hat sehen, kann man da dann hochklettern. Bis nach ganz oben und ja. Ja, da oben ist man dann. Ich meine, die letzten Credits, die wir angeschaut haben, waren ja die vom Spiel selber getriggert sind. Also die wollte ich mir sowieso noch anschauen, also warum nicht jetzt? Also was haben wir jetzt noch zu tun? Wir haben noch die Moonberry zu tun und die ganzen goldenen Erdbeeren. Ich vermute, dass ich Farewell einfach zuerst fertig machen werde. Einfach so. Aus verschiedenen Gründen. Ah, das sind die, die das Spiel geportet haben. Sickhead Games LLC. Localization. Und so weiter und so fort. Yep. Contributors and Playtesters. Ja, gut. Justin Jaffray. Lauter Leute, lauter Leute. Ich denke mal, dass ich den Variant Mode erstmal anlassen werde. Weil unter Umständen könnte ich für die Moonberry das auch wieder brauchen. Und für die goldenen Erdbeeren werde ich das sowieso brauchen. Weil ich meine, ich habe ja schon 2 goldene Erdbeeren eingesammelt, die ich legit eingesammelt habe. Aber sagen wir es einfach mal so, ich glaube nicht, dass ich wirklich viel mehr goldene Erdbeeren legit einsammeln werde. Einfach weil es halt so schwer ist, die einzusammeln. Das ist halt wirklich nicht so einfach. Und da sind die Credits vorbei. Wie scheint, waren auch wieder sehr kurz eigentlich. Ah, danke fürs Spiel, natürlich. Fröhlicher Smiley. Gut. Übrigens die Sache, dass wenn ich hier nach unten gehe, ich wieder oben bin, das liegt da. Das ist im Vanilla Celeste nicht so, das liegt am Mod. Also ja, das ist zwar irgendwie nur eine Kleinigkeit, aber ja, das macht der Mod. Der Mod. Den möchte ich mir eigentlich auch noch nicht so viel genauer anschauen. Boah, oh mein Gott, Alter. Wie viel mehr Tote das sind. Krass. Wir haben jetzt noch einen Vogel-Badge, wie man sieht. Ich werde mal gucken, ob die Moonberry uns dann auch noch ein Badge gibt. Das ist definitiv auch interessant zu wissen. Ich werde auf jeden Fall den wieder nach hier unten kopieren, damit ich da wieder dasselbe Save-File habe. Und ja. Soll ich das da schon vorbereiten? Ach, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall noch ein Save-File nehmen. Dann nehme ich wahrscheinlich das hier. Was ich dafür benutzen werde, um die ganzen Strawberry-Cutscenes alle aufzunehmen. Aber das mache ich jetzt, glaube ich, nicht jetzt, weil das ist ja auch wieder ein Haufen Text, den man da lesen muss. Und so. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt mehr Variantenmodus geht. Geht das überhaupt mehr Variantenmodus? Wenn ich das im Variantenmodus starte.
kommt man hier nicht raus. Achso. Ja, auch noch kein Dash. Servus, Mr. Vogel. Wir haben einfach noch keinen Dash in Celeste. Stimmt. So. So. Du schaffst das, okay. Kann ich... Kann ich... Nein, das kann ich nicht. Okay, gehen wir mal raus. Genau, wir haben jetzt hier noch einen Safe-Fall. Das ist aber, soweit ich weiß, nicht im Vanilla-Spiel der Fall. Das liegt nur an... Aber wir hatten uns auch mal mit dem Hilfemodus an. Aber mit dem Hilfemodus kann man Level skippen. Ja, und es geht wirklich nur mit Hilfemodus per Hilfe überspringen. Hilfe überspringen. Genau, und da auf die Art und Weise werden wir es auch hinkriegen, mit like 0 Erdbeeren das Ending zu sehen und so weiter und so fort. Ohne dass ich jetzt groß mehr Aufwand machen muss, dadurch zu spielen. Löschen wir das hier mal. Aber ja, Slot 1 wird das Hauptspiel, Slot 2 wird quasi der Backup-Slot. Ich mache den Variantenmodus mal wieder aus. Genau, das hier wird das Hauptspiel und das wird quasi der Backup-Slot und der Slot hier ist dann quasi der Slot, wo ich das Ding jetzt mache. Ach ja. Eine Sache, die ich euch vielleicht noch kurz zeigen kann. F12? Nein, F11? Das habe ich gerade. Okay. Mod-Optionen. Auto. Warte mal, zurück zu Karte, ja. Kann ich das hier sehen? Mod-Optionen. Der hat doch selber auch Steuerungseinstellungen, oder nicht? Menütastenbelegung. Debug-Konsole. Ich weiß, dass die F-Tasten auch Effekte haben, deswegen. Oder ist das eine Vanilla-Sache? Muss man dafür den Debug-Mode erstmal aktivieren? So. Wahrscheinlich. Ich möchte den Debug-Mode nicht so anschalten. Wenn ich den Debug-Mode anschalte, dann so wie man das auch machen soll. Ich pausiere ich mal kurz. Okay, das ist zwar langweilig. Ich dachte, es gäbe noch eine andere Methode, aber die einzige Möglichkeit, das anzumachen, ist entweder man geht in die Spielfiles und macht es dort an. Oder aus Everest. Immer. Machen wir immer. Das wird glaubt. Ach doch. Das ist jetzt instant der Fall. Aber wenn ich auf Debug gehe, wenn ich auf Optionen, habe ich jetzt hier Steuerungseinstellungen wegen dem Debug-Modus oder sowas? Sprache, Mumble, Greifmodus, Tastenbelegung, habe ich hier irgendwelche Debug-Belegungen? Nein. Habe ich hier irgendwelche Debug-Belegungen? Dabei. Habe ich hier irgendwelche Optionen bezüglich Debug Mode? Nein. Mod Optionen im Spiel anzeigen. Ach, ja. Warum ist das jetzt hier? Was zur Hölle? Ist das jetzt permanent da oder was? Ich will mir nicht sagen, dass ich das Spiel editiert habe. Cleared the state. Warte, was?
Wait a minute, clear the state. Clear the state. Tod, Tod, Tod. Clear the state. Level menu. Kann ich den mal kurz ausschalten? Oh. Genau das wollte ich. So. Da kann man nicht weiter hoch scrollen. Also hier steht hier ganz groß Debug Mode mit einem Smiley. Das ist so ein, ja, Secret. Was man eben mit, ist das F6? Ja, genau, F6. Mit F6 kann man das hier öffnen und das hier ist der Debug Mode. Right click teleport, confirm. Ja, okay, keine Ahnung, da steht nicht, wie genau man das. Aber ja. Also wenn wir jetzt mal hier hingehen. Ja, das ist beispielsweise dieser tote Raum. Und das hier ist der Raum davor, also das ist quasi eine komplett andere Map. So, deswegen kann man auch nicht mehr zurücklaufen, weil die ist ja shorter. Ich weiß gerade nicht, was passiert, wenn man sich hier out of bounds teleportiert. Ah, okay, das erlaubt er einen so gar nicht. 6, so. Also ja, hier... Intro 00 Past, Intro 01 Future, Lounge, Space. Und dann geht man hier durch die ganzen Bereiche des Levels durch. Ah, das ist die eine Stelle, wo man zwei Pfade außer Auswahl hat. Genau. Das sind nicht wirklich alle Objekte hier, muss man sagen, aber. Hä? Was ist das da oben? Dio 1. Ach so, das sind die ganzen Keyräume. Jetzt check ich's. Jetzt check ich auch warum, okay. F6, so. Also das hier sind die ganzen Keyräume, genau. Genau, hier sind die zwei Wege, wie man in diesen Raum kommt. Und dann hat man hier den Raum mit den ganzen Keyräumen um sich herum. Und hier geht's ja hoch. Hier ist noch ein Seitenraum, weil man auch anders da hochgehen kann. Was ist das hier? Filler. 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 Was passiert, wenn ich mich in Filler spawn? Okay, das geht nicht. In Filler kann man sich nicht spawnen. Dann geht man hier überall hoch. Dummy. In Dummy kann man auch nicht spawnen. Okay. Dummy. Lol. Also das tut visuell das Ding extenden. Aber ich check nicht so ganz, warum das da ist. Ist auch wieder ein Dummy-Raum. Ah, okay. Hier ändert sich dann sogar die Farbe. Zumindest vom Dingens her. Genau. Gehen wir hier. Boah, das war ein großer Raum. Ich weiß nicht mehr genau, was das hier war. Ach so, das ist der Demo-Dash-Raum. Okay. Wow, das ist ja riesig. Was war das hier für ein Raum? Okay. Open Debug Map. Interessant, dass der hier einen Controller dafür gibt.
F6 macht das ja sowieso, wenn die Backmut hat. Eigentlich, ich glaube das zumindest. Genau. Geht's hier überall lang? Okay, weiter scheinbar nicht rauszoomen zu können. Oder kann ich das mit der Maus? Oh mein fucking goodness. Mit der Maus kann er das auch steuern. Das war ziemlich gut. What? Der snappt da so dran. Okay, ja, das scheint richtig. Mein Gott, Alter. Dass ich das einfach editieren kann. Wait. What? End Golden. Oh. Warte mal, das ist das Ende, oder? Der Endraum. Relativ speaking. Warte mal, wo bin ich jetzt hingegangen? Ach so. Oh, ja, da wollte ich nicht hingehen. Das ist der Moonberry-Raum. Nein. F6 wollte ich. Mal rausfinden, wo das Ende ist. Was ist hier? Ah, hier ist das Ende. Hier ist die Endbreaker Box. Wenn die gebrochen ist, kann es nach drüben gehen. Dann macht man hier diese Endpassage. Hier hinten quasi. Ja, okay, das Spiel will einen da nicht hinschicken. Aber ist okay. Warum ist da eine Linie? End cinematic, end granny. Ich weiß nicht ganz, ob jetzt eine Cutscene spielt, wenn ich da reingehe. Ich hätte nicht erwartet, dass diese Cutscenes in Räumen spielen, die man quasi betreten kann.
Ja, das hätte ich nicht erwartet. Nein, das ist nicht F6, das ist F6. Ja, das hier hinten ist ein geheimer Raum, den man betretet, wenn man hier entgolden. Also wenn man mit der Golden Berry das Level beendet. Oh mein Gott, Alter. Also ganz ehrlich, diese Linien scheinen eigentlich nur den Startpunkt zu markieren. Aber mehr machen sie nicht. Weil das ist der Startpunkt der Map quasi. Relativ. Gut. Ja, also hier. Debug Mode. Yay. Mr. Granny. Bitte, bitte was? Die Entwickler haben das nicht übersetzt. Ich sehe, du hast den Debug-Mode entdeckt. Das ist dann wieder Deutsch. Sehr strange. Da kommt dann schon ein bisschen komisch vor, wenn es dann auf einmal wieder. Ja. Hi. Warum hast du keinen deutschen Text? Like, wirklich, Granny, warum hast du keinen deutschen Text? Warum hat die auf einmal Deutsch verlernt? Die hat auf einmal Deutsch verlernt. See, you have discovered debug mode. Ach ja. Ah, nichts. Debug mode kann man auch nicht so an- und austoggeln. Ich finde das auch irgendwie interessant, das like. Fessen neu angezeigt, okay. So, mit Debug macht man einfach die ganzen. Keine Ahnung. LT. Hätte rein. Keine Ahnung, das ist kein Save, also ich verstehe auch nicht so ganz. Aber sehr interessant. Ich will das Spiel aber nicht umprogrammieren. Kommt mir fast so vor, als könnte man das on the fly machen, was irgendwie strange ist. Also ich kann die Räume ja schieben, was soll man. Bleibt es gespeichert, keine Ahnung. Naja, bewerten nicht vergessen und ciao auf jeden Fall.